verschwunden. Ja, Professor, spurlos verschwunden, in Luft aufgelöst und das praktisch vor meiner Nase. Nun, ja. Und vor 300 Zuschauern. Ach, das klingt schon anders. Hat man die Polizei verständigt? Natürlich, und Detective Sergeant Caruso ist auch schon fleißig am Suchen. Aber er wird nichts finden. Der Fall ist so rätselhaft, so unerklärlich, dass nur einer ihn lösen kann. Professor Dr. Augustus van Dusen, genannt die Denkmaschine, und deshalb bin ich hier. Sehr schmeichelhaft, mein lieber Hedge. Ich glaube, Ihr Fall interessiert mich. Erzählen Sie mir die Geschichte. Ja. Die ganze Geschichte, mit allen Einzelheiten, von Anfang an. Also, ich war gestern Abend im Theater. Die ganze Welt ist Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler. Sie treten auf und gehen wieder ab. Sein Leben lang spielt einer manche Rollen durch 7 Akte hin. Zuerst das Kind, das in der Wärterin Armen greint und sprudelt. Sie wundern sich vielleicht, Hutchinson Hedge, den allseits bekannten Gerichtsreporter des Daily New Yorker, im Theater zu finden. Noch dazu bei Shakespeare. Und Sie fragen sich womöglich, ob ich mich der hohen Kunst verschrieben habe und Feuilletonist geworden bin. Da kann ich nur sagen, nicht die Bohne. Aber wenn sich der Mensch tagtäglich mit Mord, Totschlag und Brandstiftung, kurz mit den normalen Tatsachen des Lebens, herumärgern muss, dann steht ihm ab und zu der Sinn nach was ganz anderem. Der letzte Akt, mit dem die seltsam wechselnde Geschichte schließt, ist zweite Kindheit, gänzliches Vergessen. Ohne Augen, ohne Zahn, Geschmack und alles. Außerdem hatte ich die Karten geschenkt gekriegt von unserem Theaterkritiker. Und es war schließlich das Ereignis der Saison. Die berühmten Shakespeare-Players aus England auf ihrer ersten und einzigen Amerika-Tournee mit Belinda Belmont in »Wie es euch gefällt«. Und heute gab es die letzte Aufführung in New York, im kleinen, aber feinen Garrick Theater am Washington Square. Der dritte Akt hatte gerade angefangen. Und wie gefällt euch dieses Schäferleben, Meister Probstein? Wahrhaftig, Schäfer, an und für sich betrachtet ist es ein gutes Leben, aber in Betracht, dass es ein Schäferleben ist, taugt es nicht. Still! Hier kommt der junge Herr Ganymed, meiner neuen Herrschaft Bruder. Hier kommt der junge Herr Ganymed, meiner neuen Herrschaft Bruder. Der junge Herr Ganymed, sagte ich. Mir scheint, mein Freund, ihr habt euch wohl geirrt. Das kann nicht sein, ich hörte ihn ganz deutlich. Wo ist er denn? Herr Ganymed, wenn ihr nicht kommt, sind wir in Teufels Küche. Herr Ganymed. So gut kenne ich meinen Shakespeare auch, dass ich wusste, was die beiden da auf der Bühne abzogen, stand nicht im Stück. Irgendwas war los. Herr Ganymed kam und kam nicht. Wenn Sie, wie es euch gefällt, mal gesehen haben, dann wissen Sie natürlich, dass Herr Ganymed in Wirklichkeit eine Frau ist. Rosalind, die Tochter eines vertriebenen Herzogs. Und Rosalind war in diesem Fall der Star des Abends. Belinda Belmont. BB, wie sie die Presse der zivilisierten Welt kurz nannte. Und Belinda Belmont kam nicht auf Stichwort. Ihre Kollegen waren verwirrt, das Publikum wurde unruhig. Und jetzt ging auch noch der eiserne Vorhang runter. Mitten im Stück. Meine Damen und Herren, ein plötzliches Unwohlsein von Miss Belmont zwingt uns, zu unserem größten Bedauern, wie Sie sich denken können, unsere heutige letzte Vorstellung zu New York abzubrechen. Bitte haben Sie Verständnis. Ihr Eintrittsgeld erhalten Sie selbstverständlich an der Kasse zurück. Ein Reporter ist immer im Dienst, auch wenn er im Theater sitzt und sich bildet. Ich verabschiedete mich, auch mit Bedauern, wie Sie sich denken können, von meiner reizenden Begleiterin,
die im Übrigen keine Rolle in der Geschichte spielt, drängte mich durch die aufgeregten Zuschauer und marschierte mit vorgehaltenem Presseausweis hinter die Bühne. Und da stellte sich denn heraus, dass es sich bei Belinda Bellmans Unwohlsein eher um ein Nicht-Vorhandensein handelte. Jedes Fleckchen hinter der Bühne wurde abgesucht, aber die berühmte Schauspielerin war und blieb spurlos verschwunden. Das ist die Situation, Professor. So. Und das nennen Sie also einen umfassenden Bericht? Tja. Sie mögen ein guter Journalist sein, mein lieber Hatche. Ich kann das nicht beurteilen, ich lese keine Zeitung. Aber als Wissenschaftler, speziell als Kriminologe, lassen Sie doch erheblich zu wünschen übrig. Yes. Wenn ich den Fall lösen soll, brauche ich mehr als ein Stimmungsbild aus dem gehobenen Kulturleben. Fakten, mein lieber Hatch. Präzise Informationen, wenn ich bitten darf. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wie sieht Miss Belmont aus? Wie war sie gekleidet? Wann und unter welchen Umständen wurde sie zum letzten Mal gesehen? Ja. Welche Möglichkeiten gibt es, das Theater zu verlassen? Ist Ihnen bei der Suche irgendetwas Außergewöhnliches aufgefallen? Besaß Miss Belmont eine eigene Garderobe? Hatte sie... halt, Professor, das reicht fürs Erste. Wie Sie meinen, dann beantworten Sie jetzt bitte meine Fragen. Eine nach der anderen, so präzise wie möglich. So präzise wie möglich, zu Befehl. Erstens, Miss Belinda Belmont, eine der bekanntesten Schauspielerinnen Englands und der Welt, seit etwa 10 Jahren bei den Shakespeare Players. Alter? 34 Jahre, offiziell, in Wahrheit ein paar Jährchen über 40. Aussehen? Groß, stattlich, eine majestätische Erscheinung, wie man so sagt. Hm. Für die Rosalindin, wie es euch gefällt, vielleicht schon ein bisschen zu majestätisch. Hm, ich verstehe. Kleidung? Der Rolle entsprechend natürlich. Das sagt mir wenig. Was trug Miss Belmont, als sie verschwand? Aber Professor, kennen Sie denn das Stück nicht? Mein lieber Hatch, ich bin ein Mensch des jungen 20. Jahrhunderts und ich bin es gern. Meine Welt sind die Naturwissenschaften, Physik, Chemie, Medizin, Technik und so weiter. Kultur ist für mich Zutat. Angenehmes Beiwerk des Lebens. Nebensache, wenn Sie wollen. Sobald es meine Zeit erlaubt, werde ich mich mit dem Stück wieder vertraut machen. Denn ich nehme an, dass es für den Fall und seine Lösung von einer gewissen Bedeutung sein dürfte. Aber im Augenblick müssen Sie mir aushelfen, ausnahmsweise. Also, wie war Miss Belinda Belmont gekleidet? Sie trug eine kurze grüne Jacke, wenn ich mich recht erinnere, rotseidene Pluderhosen und hohe Stulpenstiefel. Eine recht ungewöhnliche Aufmachung. Das hängt mit dem Stück zusammen, Professor. Sehen Sie, Rosalind verkleidet sich als Mann und flieht mit ihrer Freundin Celia in den Ardennerwald. Ja, im Moment spielt das wohl keine Rolle. Weiter bitte. Wo und wann wurde Miss Belmont zum letzten Mal gesehen? Das kann ich Ihnen auf die Minute genau sagen. Gestern Abend hinter der Bühne habe ich nämlich gleich mit dem Inspizienten gesprochen. Was soll ich Ihnen sagen, Mr. Hatch vom Daily New Yorker. Eben war sie noch hier, Mr. Hatch. Und jetzt ist sie weg. Mehr weiß ich auch nicht. Was meinen Sie? Hat Miss Belmont das Theater verlassen? Mitten in der Vorstellung? Kaum zu glauben, aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Und warum? Was weiß ich? Vielleicht fühlte sie sich nicht gut? Schon im ersten und zweiten Akt hatte sie starke Kopfschmerzen. Migräne, darunter leidet sie seit Jahren. Vielleicht wusste sie vor Schmerzen nicht mehr, was sie tat. Ja, vielleicht. In der kurzen Pause nach dem zweiten Akt ist sie deshalb auch gleich in ihre Garderobe gegangen. Und da habe ich sie da noch gesehen. Aha. Wann war das? Da brauche ich nur meinen Zeitplan zu gucken. Vorhang auf zum dritten Akt. Genau 21.45 Uhr. Ja, höchstens eine Minute früher war ich vor der Tür von Miss Belmonts Garderobe. Also 21.44 Uhr. Genau. Pfeift und quält in seinem... Miss Belmont, machen Sie sich bitte fertig für Ihren Auftritt. Der letzte Akt. Miss Belmont. Wechselnde Geschichte schließt. Schon gut, Paul. Ich komme gleich. Ist Ihnen an Miss Belmont irgendwas aufgefallen? Aufgefallen? Hm? Nein, sie war ein bisschen blass unter der Schminke, wegen ihrer Migräne. Sind Sie völlig sicher, dass es auch wirklich Miss Belmont war? Wer soll es denn sonst gewesen sein? Natürlich bin ich sicher. Ich kenne sie seit Jahren. 9.44 Uhr haben Sie sie also noch gesehen. Und wann haben Sie gemerkt, dass sie verschwunden war? Na, bei Ihrem Stichwort. Dritter Akt, zweite Szene. Und wann war das? Warten Sie mal. 21.51 Uhr, sagt der Schäfer, hier kommt der junge Herr Ganymede, auftritt Miss Belmont. Und als Miss Belmont nicht auftrat? Raste ich sofort zu ihrer Garderobe, klopfte kurz an, riss die Tür auf, niemand da. Stehen Sie doch gar nicht rum, quatschen Sie mit irgendwelchen Zeitungsfressen, bewegen Sie sich, suchen Sie Miss Belmont. Unser Herr Regisseur. Aber wir haben doch schon überall... Dann suchen Sie eben nochmal, kriechen Sie in jede Ecke, irgendwo, muss sie doch stecken, los Mann. Jawohl, Mr. Meany, wird gemacht, Mr. Meany.